YouTube-Anzeigen haben wir beide gemacht, eben für dein Thema Gesundheit, Abnehmen, Verjüngen. Was war der größte Aha-Effekt, den du mit YouTube-Anzeigen hattest? Der größte, da waren so viele. Fang mit einem an. Das, was über allem liegt, ich habe jetzt einen guten Einblick und das war eigentlich mein Ziel, wie das Ganze funktioniert und wie ich regelmäßig Leads reinbekomme. Und ich kriege je nach Tag so 1 bis 6 am Tag neue Leads herein. Das ist super. Das heißt, ich weiß, wie das ganze System YouTube jetzt überhaupt funktioniert, wie ich dauerhaft neue Interessenten bekomme. Das ist eigentlich der größte Aha-Effekt. Grundlegend zu verstehen, wie es funktioniert, wie die Zahlen funktionieren, wie sie sein sollten und vor allen Dingen, wie ich die Leute auch ansprechen kann, sodass sie überhaupt reagieren. Ja, und die reagieren jetzt. Also wir haben ja auch wirklich fantastische Leadkosten. Ich sage immer, ich bin total neidisch, wenn ich die Leadkosten vom Till sehe. Und wir haben ja nicht nur ein Video gemacht, sondern so, ich habe dich ja auch ein bisschen gequält, oder? Der Anfang war schwierig. Ich hatte tatsächlich einige technische Herausforderungen mit dem Google Anzeigenmanager. Das war inhaltlich, waren da angeblich irgendwas, war nicht nach den Richtlinien. Und du hast mich nicht gequält, sondern auch die Gruppe hat ganz ehrliches Feedback gegeben. Und das ist wertvoll und spart ja eine Menge Geld hinten raus. Sprich, ich musste ein paar Videos machen. Von der Ansprache, vom Hintergrund, von den Emotionen her. Also das war sensationell. Da habe ich, glaube ich, eine ganze Menge Geld gespart, die ich sonst ausgegeben hätte. Und dann wäre ich wahrscheinlich immer nicht drauf gekommen, woran es liegen könnte. Ja, und das ist ja auch, was ich so schön finde. Du hast eben auch gesagt, du hast gelernt, die Zahlen zu lesen, weil ne, draußen sieht das immer alles so kreativ aus, was ich mache, aber dahin ist es ja sehr, sehr strukturiert. Ist ja ein sehr, sehr strukturierter Ansatz. Und die Zahlen haben ja uns genau gesagt, welche Videos am besten ankamen und auch welche Zielgruppen am besten funktioniert haben. Warst du überrascht, welche Zielgruppe dann tatsächlich funktioniert hat, oder hat das deine bisherigen Annahmen über deine Zielgruppe bestätigt? Bei den Anzeigen habe ich mich aufs Thema Abnehmen spezialisiert, weil was für viele der größte Schmerzfaktor ist. Sie gucken in den Spiegel und dann sagen sie, jetzt reicht's. Hinten raus mache ich natürlich ein ganzheitliches Gesundheits-Fitness-Programm. Aber da musste ich erstmal gucken, wo die alle herkommen. Und da wusste ich schon überhaupt, wer ist vom Geschlecht her, vom Alter her. Gut, Alter konnte ich mir grob denken, aber Geschlecht war schon mal interessant. Geräte, welche Geräte angespielt werden. Also das Schöne ist, die Zahlen helfen mir sehr, mich zu positionieren und die richtigen Leute zu finden. Und das ist da, was du mal gesagt hast. Du hast immer mitgeworben. Ich habe ein strukturiertes Vorgehen, strukturiertes System. Genau das wollte ich erlernen. Wie ist denn die Struktur, damit ich möglichst wenig Geld ausgebe? Und dann arbeitet man sich da rein, probiert, kriegt die Rückmeldung von dir, von den anderen. Und dann lernt man im Laufe der Zeit, die Zahlen zu lesen und weiß, wo man welche Stellschrauben dreht. Und die Zahlen sagen ganz klar, wo, wann, was, wie zu tun ist. Und da habe ich jetzt einen sehr guten Überblick und freue mich sehr, dass ich das entsprechend weitestgehend alleine dann auch so fortführen kann. Ja, und jetzt hast du wirklich, du hast jetzt wirklich einen Prozess, wo jeden Tag eben auch die Leads reinkommen und jeden Tag sich die Leute bei dir eintragen und es auch regelmäßig Verkaufsgespräche dann dazu gibt. Aber es ist ja jetzt nicht so, und das sage ich den Leuten auch immer, man kann dieses System aufbauen und das läuft dann auch sehr stabil, aber es ist nicht so, dass wir eine Anzeige hochgeschaltet haben und der Goldregen ist über dich gekommen. Also wir haben schon das System wirklich aufbauen müssen und es gab eben auch Dinge, die nicht funktioniert haben, haben aber gesehen, was nicht funktioniert und konnten dann verbessern. Wie hast du diesen Prozess erlebt, dieses Ding hochladen, dann die Zahlen zu lesen und auch das Feedback vom Markt zu bekommen und dann die Veränderungen machen zu können? Ich bin sehr ungeduldig, wie die meisten wahrscheinlich, die selbstständig an die Sache rangehen. Es darf natürlich alles schneller gehen. Es gibt Glückspilze, bei denen funktioniert einiges sofort. Ich musste ein bisschen ausrühren, wie gesagt, hat noch ein paar technische Herausforderungen. Und dann kam sofort die Rückmeldung, das wird geklärt. Und in der nächsten Woche, entweder hat es dann schon geklappt oder es wurde wieder angepasst. Und das war ein Stück für Stück Prozess. Und jeder hat andere Herausforderungen. Kann, wie gesagt, auch sein, dass es sofort klappt. Aber man arbeitet sich Stück für Stück ran. Und das ist ja immer so. So ist mir auch lieber, einmal ordentlich Arbeit reinstecken und dann hinten raus weniger Ruhe zu haben, als wenn man durchgehend immer nur ackert und ganz erschöpft ist. Aber es ist ja immer so, wenn man Online-Kurs aufbaut, Funnel aufbaut oder ähnliches, am Anfang ordentlich Grips reinschmeißen, Werbung, nein, alles aufbauen, Zeit reinschmeißen, Arbeit reinschmeißen, dann testen,
Das kann schnell gehen, das kann länger gehen, aber wenn es getestet ist, dann wie ein Wasserhahn, der aufgedreht ist, wenn er fließt, dann fließt er erstmal. Und dann muss man da viel weniger Energie reinstecken, um den am Laufen zu lassen. Also das Feedback ist sehr wertvoll, nicht nur von dir, sondern vor allen Dingen auch von den anderen, die sich da sehr schön mit einbringen. Und ja, man spart einfach Zeit und kriegt ehrliches Feedback von auch Leuten aus der Zielgruppe, die ja auch in der Gruppe sind. Und die sagen einem, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und bevor es überhaupt online geht, haben wir alles ausreichend für unsere Verhältnisse getestet. Und dann entscheidet der Markt, beziehungsweise YouTube sagt mir dann, wer auf mich anspringt. Das finde ich ja auch spannend, gerade bei verschiedenen Zielgruppen. Manche wissen ja gar nicht, wie positioniere ich mich. Und dann kann es sein, innerhalb von wenigen Wochen hat man seine Positionierung stehen, wo andere zig Positionierungskurse machen. Das kann man einfach Google oder YouTube für sich machen lassen. Und die sagen dann ganz klar, was in meinem Gebiet für mein Angebot das Beste wäre. Absolut. Denn da bist du ja auch ein super Beispiel. Wir haben uns ja mit dem Thema Abnehmen nach vorne bewegt, ja? Du hast ja ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Und bei dir geht es ja wirklich darum, Menschen zu führen, wirklich ihr ganzes Leben eben ein gesundes Leben zu führen, was Spaß macht, wo sie sich bewegen können, ohne sich zu kasteien. Das ist ja ganz wichtig, denn da ist ja eigentlich große Parallelen zwischen dem, was wir mit den YouTube-Anzeigen gemacht haben und auch was dein System angeht, weil es geht ja darum, einen Prozess aufzubauen, der in seinem Leben funktioniert und auf den man sich auch verlassen kann. Ja. Und es schwierig ist gerade, wenn man ganz oder groß, breitflächig unterwegs ist, viel Erfahrung hat auf vielen Bereichen oder ein umfassendes Angebot liefert. Was erzähle ich denn jetzt im Video? So. Und bei den meisten ist der Schmerz, die gucken in den Spiegel und denken sich, so kann es nicht weitergehen. Und dann fangen wir da an und hinten raus kriegen die ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, was dann in deren Leben dann funktioniert. Aber das ist das Schöne, dass man auch hier lernt, Positionierung über das Storytelling und. Immer weiter spitz reinzugehen und dann nur den nächsten Schritt zu verkaufen. Und dann letztendlich kann man den Leuten so am besten helfen. Und am schnellsten, weil sie am schnellsten zu ihm kommen. Ja, also übrigens, wenn du mehr davon erfahren möchtest, was Till macht, denn Till ist ein sehr erfahrener Fitnesscoach, aber hat eben das ganzheitliche System dahinter. Wenn du mehr vom Till erfahren möchtest, den Kontakt packe ich hier einfach mal unten drunter. Naja, und wo es was zu YouTube-Anzeigen gibt, das weißt du ja mittlerweile bei mir. Das packe ich jetzt auch nochmal darunter. Till, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass du ganz, ganz vielen Menschen zu einem besseren Leben da draußen verhilfst. Danke. Ich habe mein größtes Problem gelöst, meine größte Herausforderung, regelmäßig Leads reinzubekommen. Dafür bin ich sehr dankbar.